Herzlich willkommen im Vergabeportal. Mit dem Vergabeportal bieten wir Ihnen vergaberechtlich relevante Inhalte auf der einen Seite, aber auch vergabepraktische Inhalte, wie beispielsweise eine Praxiszeitschrift, verschiedene Praxisratgeber und Leitfäden auf der anderen Seite. Damit Sie sich möglichst einfach und schnell im Vergabeportal zurechtfinden, möchten wir Ihnen hiermit einen kleinen Überblick über die wichtigsten Funktionen des Vergabeportals bieten. Wenn Sie konkrete Fragen oder Probleme bei der Nutzung mit dem Vergabeportal haben, dann helfen wir Ihnen natürlich auch gerne persönlich weiter. Rufen Sie uns einfach an unter der Telefonnummer 0221 97 668 240 oder schicken Sie uns doch einfach eine E-Mail an vergabe@bundesanzeiger.de. Unser Portal bietet Ihnen im Wesentlichen drei Hauptfunktionen. Dazu gehört erstens die Suchfunktion, die Dokumentinformationen und die Verwaltungsfunktion. Im linken Bildschirmbereich finden Sie Ihr Recherchemenü. Dort können Sie ganz einfach und unkompliziert nach relevanten Inhalten suchen. Hierzu gehört zum einen die globale Suche, mit der Sie alle Ihre gekauften Inhalte durchsuchen können und die Ihnen unter anderem die relevantesten Ergebnisse aus Fachliteratur, Fachzeitschriften oder Normen anzeigt. Mit der Profisuche Entscheidungen recherchieren Sie sogar in über 10.000 unterschiedlichen Entscheidungen oder Sie verwenden einfach die klassische Suche für Ihre Recherche. Sie bestimmen letztendlich den Weg, der für Sie zu einem optimalen Ergebnis führt. Zusätzlich können Sie natürlich auch noch unsere Filtersysteme nutzen, um Ihre Suche noch genauer zu gestalten und um die Trefferergebnisse noch stärker zu reduzieren. Zum einen können Sie so grob filtern, welchen Inhaltstyp Sie gerade zu Ihrem Suchbegriff finden möchten. Zum Beispiel Artikel aus unseren Fachzeitschriften oder Leitfäden oder aus unseren Richtlinien und Formularen. Zum anderen bieten wir Ihnen vielfältige Feinfilter je nach Inhaltstyp. So besteht beispielsweise bei Entscheidungen die Möglichkeit, alle Ergebnisse nach Spruchkörpern, Entscheidungsform oder Jahr zu filtern und in der Fachliteratur Ihre Inhalte nach Titel, Jahr oder sogar Fachbereich zu ordnen. Mit unserer zweiten Hauptfunktion des Vergabeportals, den Dokumentinformationen, wollen wir Ihnen einen möglichst einfachen und schnellen Zugriff auf weiterführende Informationen zu Ihren gewählten Inhalten ermöglichen. Zwei Hilfestellungen finden Sie dazu in Ihrem Informationsmenü am rechten Bildschirmrand. Zum einen finden Sie unter verbundene Dokumente alle Entscheidungen, welche sich auf den gleichen Paragraphen beziehen. Sollte es also zu einer geöffneten Entscheidung eine weitere Entscheidung in Vor- oder Nachinstanz geben, so wird Ihnen diese ebenfalls dort angezeigt. Zum anderen werden Ihnen weiterführende Beiträge aufgezeigt, welche sich ebenfalls mit den vorliegenden Normen beschäftigen. Der Einfachheit halber finden Sie dort zusätzlich alle Entscheidungen und Normen, welche in dem ausgewählten Dokument gerade zitiert werden. Natürlich können Sie auch direkt aus dem Dokument auf die Entscheidungen oder Normen zugreifen. Möchten Sie beispielsweise wissen, in welchem Dokument Sie sich gerade befinden oder wer der Autor des Beitrages ist, im zweiten Abschnitt Dokumentinformationen finden Sie eben genau diese Informationen. Darüber hinaus war es uns ein Anliegen, dass Sie Ihre individuell benötigten Dokumente möglichst leicht verwalten können. Aus diesem Grund gibt es im mittleren Bildschirmbereich das Verwaltungsmenü Mein Vergabeportal. In Mein Vergabeportal können Sie unter Verlauf Ihre bisherigen Aktivitäten im Vergabeportal zurückverfolgen, sowie Ihre eigenen Notizen, favorisierten Seiten und Suchprofile verwalten. Das Anlegen von Notizen, favorisierten Seiten und Suchprofilen haben wir möglichst einfach gestaltet. Oben rechts im jeweils geöffneten Dokument befinden sich die entsprechenden Hilfen. Sie klicken auf das Symbol Notiz hinzufügen und es öffnet sich das Notizfeld und Sie können dann einfach Ihre Anmerkungen eingeben und speichern anschließend einfach die Notiz. Sollten Sie das geöffnete Dokument häufiger benötigen, dann klicken Sie doch einfach auf den Stern Favoriten setzen und Sie können jederzeit über Mein Vergabeportal auf das Dokument zugreifen. Die Option Suchprofile anzulegen erfolgt aktiv bei Ihrer Suche. Sobald Sie nach einem bestimmten Begriff recherchieren, können Sie das Trefferergebnis sofort abspeichern und benennen. Und sollten Sie das entsprechende Dokument für Ihre Unterlagen benötigen, können Sie dieses selbstverständlich unproblematisch und unkompliziert ausdrucken und Ihren Unterlagen beifügen. Natürlich bietet das Vergabeportal noch viel, viel mehr. Wir haben äußerst großen Wert darauf gelegt, dass sich die Möglichkeiten des Vergabeportals für Sie intuitiv erschließen. Sollten Sie aber trotzdem Probleme oder Fragen bei der Nutzung unseres Vergabeportals haben, dann kontaktieren Sie uns bitte unter dem Menüpunkt Kontakt. Wir werden Ihnen dann ganz individuell weiterhelfen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit dem Vergabeportal und hoffen, dass wir natürlich mit dem Portal auch zur Erleichterung Ihrer Arbeit beitragen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.